Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Schneckenmount, das wir uns hier auf der Küste des Erwachens erspielen können. Und dazu habe ich das schon einmal im Inventar. Das heißt einmal Schneckenhaus einer schlummernden Weltenschnecke. Und wo wir das herkriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes solltet ihr wissen, wir müssen das Ganze hier an der Obsidian-Zitadelle erspielen. Und bevor wir wirklich loslegen können, solltet ihr eine Sidequest euch holen. Diese Sidequest kriegen wir auch einmal hier in der Küste des Erwachens. Und die schimpft sich einmal Befürchtungen eines Kultisten. Wo startet die? Diese Sidequest startet hier bei den Koordinaten 39, 48. Und zwar beim NPC, der heißt Baron. Und das sind, ich glaube, 4 oder 5 Quests. Ist nicht sonderlich lang, die müsst ihr abschließen. Und sobald ihr das getan habt, habt ihr ja so eine Höhle freigeschalten, beziehungsweise einen optionalen Händler. Diesen werden wir nämlich später noch brauchen. Sobald ihr das gemacht habt, brauchen wir dann noch die Kampagne. Und zwar haben wir hier an dem Thron, bei dem Obsidian-Thron oben, quasi die Auswahl zwischen Sibelian und Raphion. Und bei diesen beiden ist es dann so, dass wir Ruffarmen können. Ich kann jetzt mal das kurz zeigen. Hier unten haben wir zum Beispiel Sibelian stehen und bei dem können wir dann einmal einen Schlüssel abgeben, beziehungsweise immer wieder einen Schlüssel abgeben. Das sind einmal hier die Schlüssel, restaurierte Obsidian-Schlüssel und die müssen wir zusammenbauen, indem wir Schlüsselformen haben und dann Schlüsselfragmente. Von dem einen brauchen wir 30, vom anderen 3, brauchen wir einen Schlüssel, können wir abgeben, kriegen ein bisschen Ruf, kriegen eine Kiste und ja, das ist eine schöne Sache. Aber jetzt ist es so, dass wir das nicht bei den beiden Hauptdudes abgeben müssen, sondern es gibt da noch mehr NPCs, wo wir das abgeben können. Übrigens, alle von diesen Items kriegen wir von den Elite-Mobs. Ich zeige euch später noch einen Spot, wo ihr die relativ gut farmen könnt. Also sprich, die kompletten Elite-Mobs, die hier rumlaufen, droppen diese Items und dementsprechend könnt ihr die von allen farmen. Macht natürlich Sinn, das Ganze in der Gruppe zu machen. So, jetzt gibt es hier noch einen weiteren Dude. Iggy's heißt der und hier können wir diese Schlüssel auch abgeben. Wir können mal reinschauen, also der nimmt auch die Schlüssel. Übrigens, hier kriegen wir keinen Ruf, wenn wir das abgeben, aber es gibt ein paar andere Belohnungen. Und ja, wenn wir das hier abgeben bei dem, haben wir eine gewisse Chance, eine Kiste zu bekommen. Und das kann ich euch hier mal zeigen. Es gibt dann einmal eine Kiste, Zwielichtschatz schimpft sich die. Und in dem Zwielichtschatz kann dann wiederum ein Item drin sein, und zwar Weltenbrecher-Mitgliedschaft. Und das hat etwa eine 30%ige Chance. Wenn ihr das da rauszieht, also ein paar Schlüssel könnt ihr abgeben. Und wenn ihr dann dieses Weltenbrecher-Ding einsetzt, dann kriegt ihr einen Buff, Weltenbrecher-Mitgliedschaft. Der wiederum gibt euch einen Titel. Und solange ihr den Buff bzw. den Titel drauf habt, könnt ihr nochmal zusätzliche Items farmen. Diese zusätzlichen Items, die muss ich jetzt mal kurz hier einmal die Tasche schwitzen. So, switchen, so rum. Und zwar sind das hier Magma-Partikel und mit diesen Magma-Partikeln können wir dann das Mount kaufen. Wo kriegen wir die her? Diese Magma-Partikel bekommen wir, solange wir, wie gesagt, diesen Debuff drauf haben, beziehungsweise den Titel haben, von allen Mobs hier, die hier rumlaufen. Jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Spot, wo man das am besten farmen kann. Sowohl erst die Schlüssel, als auch dann die Partikel. Bedeutet, in dem Spot, den ich euch gleich zeige, hier einmal in die Höhle rein, oder in das Gewölbe besser gesagt, wir sind jetzt hier auf den Koordinaten 27, 61, und da einmal runter sind ein Haufen Elite-Mobs und hier gibt es eigentlich rechts und links quasi immer so Kammern und da stellt man sich mit einer Gruppe hin, pullt hier die ganzen Mobs zusammen und dann kann man hier eigentlich mit einer 5-Mann-Gruppe oder 2x4-Gruppen ziemlich viele töten. Ihr seht, hier liegen schon Haufen rum, hier sind zwar jetzt auch nicht so viele Leute oder hier in der Mitte, da kann man das am besten machen. Einfach im Tool hier, Dungeon Browser reinqueuen, Benutzer definiert und dann gibt es hier Obsidian Farm, Obsidian Key, es sind ewig viele Gruppen drin und da kann man sich dann einfach reinsetzen. Farmt am besten 3, 4 von den Schlüsseln zusammen, geht oben zu dem Dude, den ich euch gezeigt habe, gebt die Schlüssel ab, schaut, dass ihr dieses Weltenbrecher-Ding kriegt, setzt es ein, geht wieder runter, farmt noch mehr Zeug und dann farmen wir quasi 1000 von den Magma-Partikeln. Wie lange dauert das in etwa? Zwischen 2 und 4 Stunden. Bei mir jetzt glaube ich, ja, 2,5, vielleicht 3 Stunden maximal gedauert, dass ich die 1000 zusammen hatte. Also das geht schon. Wenn ihr das Solo farmt, wird sich das ewig ziehen, weil das halt wie gesagt alles Elite sind. Also macht das auf jeden Fall in der Gruppe und pullt dann einen Haufen Mobs zusammen. Ich zeige euch nochmal, wo der NPC hier oben ist. Und zwar, das war ja der, wo man quasi den Schlüssel abgeben muss. Der ist bei den Koordinaten 32, 52. Und jetzt haben wir quasi den Buff. Wir haben uns auch 1000 von diesen Teilen zusammengefarmt. Haben natürlich im Vorfeld diese Sidequest gemacht, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt können wir hier in eine Höhle rein. Jetzt sind wir auf den Koordinaten 35, 47.
Und in dieser Höhle ist dann der NPC drin, den wir uns über die Sidequest freigeschalten haben. Und dieser NPC wiederum verkauft uns dann das Schneckenmaul. Und dann gucken wir mal hin. Da haben wir den Kollegen, Händler Wexil heißt der. Und ihr seht, der hat das Teil dabei. Er hat auch, wenn ihr das erste Mal den Buff hier gekriegt habt, hat er auch Weltenbrecher-Mitgliedschaft für Magma-Partikel. Also ihr könnt das Ding halt nicht kaufen, wenn ihr noch nicht von dem anderen Dude das Item habt, sonst kriegt ihr keine Magma-Partikel. Versteht ihr, was ihr meint? Also ihr könnt euch, wenn ihr dann später irgendwann mal gestorben habt, ihr habt vielleicht schon 300, 400 zusammengefarmt, seid gestorben, dann könnt ihr euch hier das Ding nachkaufen, müsst nicht mehr eure Schlüssel bei dem einen Typen reinwasten und habt dann quasi die Mitgliedschaft immer wieder am Start, kriegt den Buff wieder, Titel und dementsprechend könnt ihr dann weiter fürs Mount farmen. Hier gibt es noch eine Kugel, das kann ich euch auch mal kurz zeigen, da verwandeln wir uns dann einfach in einen von diesen Dudes. Jetzt ist das natürlich wieder mit der Tasche ein bisschen buggy hier, ich sag's euch. Taschen kombinieren, genau. Ah, die ist noch Abklingzeit, die habe ich vorhin mal benutzt. Dann wird man einfach hier zu so einem von den Draktür, I don't know, also zu den Drachenviechern auf jeden Fall. Und das sieht ganz nett aus. Genau, die Schnecke kostet dann insgesamt 1000 von diesen Magma-Partikeln. Ich würde sagen, die lernen wir jetzt einmal und schauen uns das dann auch an. Ich vermute mal, hier drin können wir sie nicht aufmounten, deswegen müssen wir jetzt einmal raus. Und zwar heißt das irgendwas mit Welten, aggressive Weltenschnecke, genau, da haben wir sie. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Ding aussieht, beziehungsweise was für ein Mount-Special die hat. Gut, aus Ceremortis kennen wir diese Schneckenmodel schon. Die sind eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Jetzt halt hier die Lava-Variante. Und dann machen wir jetzt einmal auch das Mount-Special an. Ja, ist ein nettes Mount-Special, kann man nichts sagen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ja, damit hätten wir wieder einen Mount mehr hier aus Dragonflight. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.